Eine neue Puppe kam in Lalilus Werkstatt. Schneide die Stiefel aus. Lass uns ein paar Stücke vorbereiten. Die Stiefel sind viel heller geworden. Dekoriere sie mit halben Perlen. Mach ein Stück aus Styropor. Wickle es in glänzendes Klebeband ein. Wir brauchen ein paar Strohhalme. Verbinde das System. Befestige die Stiefel an der Oberseite. Mit diesem Jetpack hast du das Gefühl zu fliegen. Oh yeah. Wow. Was hast du da drin? Ein Jetpack. Du ziehst die Stiefel an und fliegst auf dem Wasser. Oh. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Let's go! Ich habe den Dreh langsam raus. Vorsichtig, der Druck ist zu stark. Ich fliege! Es ist Zeit, langsamer zu werden. Wahnsinn! Lady, komm da runter. Nimm den Druck raus. Ich fange dich auf. Wow, das war ein tolles Abenteuer. Es ist Zeit, zurück an den Strand zu gehen. Okay. Wow, so viele Dinge. Lass uns ein paar Fahrradteile nehmen. Wähle Räder in der richtigen Größe. Das wird perfekt sein. Bringe die Pedale und ein Lenkrad an. Zeichne eine Skizze. Lege sie aufs Lenkrad. Ein Korb voller Kaugummi. Dieses neue Fahrrad ist toll. Aha. Aha. Was ist das für ein Fahrzeug? Hm. Interessant. Mädels, wollt ihr ein paar Kaugummis? Huh? Oh, sind die für uns? Und ab, bedient euch. Oh, okay. Was für ein schöner Korb. Und was ist mit dieser großen Blase? Good luck. Goodbye. Sie haben das Kaugummi genommen. Sieh dir diese schönen Perlen an. Stelle die Werkstücke aus Holz her. Bemale sie. Modelliermasse wird sehr nützlich sein. Und füge eine Platte mit Pferden hinzu. Wickle ein goldenes Band darum. Schmelze eine Platte aus durchsichtigem Plastik mit einem Föhn. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Ich liebe Vergnügungsparks. Oh, hallo Mädels. Ich habe ein neues Spiel gefunden. Das Spiel fiel auseinander. Die Bälle wurden mit den Teilen des Schneemanns verwechselt. Olaf, wie ist das passiert? Hat er so ausgesehen? Ich glaube nicht. So ist es besser. Lass mich die Knöpfe zählen. Der hier gehört mir nicht. Hier ist er im Spiel. Die Freunde beschlossen, das Spiel trotzdem zu spielen. Wer wird den Goldenen werfen? Lass mich nachsehen. Juhu, ich habe gewonnen. Guter Wurf. Wirklich gut. Rapunzel wollte den Ozean sehen. Plötzlich. Nein, nicht das. Oh, hey. Lalilu, ich brauche Hilfe. Bitte. Mach dir keine Sorgen. Wir bringen dein Auto wieder in Ordnung. Excellent. Kannst du ein Schwimmbecken am Auto befestigen? Mit Lalilu ist alles möglich. Male die Plastikschale an. Nimm Popröhren. Lass uns die Räder sichern. Befestige eine Leiter.
Der aufgerüstete Pickup mit Swimmingpool geht auf Reisen. Hey! Kannst du mich ans Meer bringen? Steig ein, Schatz, wir fahren in die gleiche Richtung. Oh, ich brauche Wasser für die Fahrt. Tut mir leid. Wie du willst. Es muss doch einen Weg geben. Kleine Meerjungfrau, spring rein. Ich reite gerne auf dir in meinem Schwimmbecken. Oh, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Es ist so heiß. Zeit, sich abzukühlen. Ein kühles Bad. Lass mich die Badehose wechseln. Und los. Ups. Meine Haare werden nass. Sie zu trocknen dauert ewig. Ich habe eine Idee. Kann ich deinen Luftballon haben? Kein Problem. Oh, yeah, yeah, yeah. Gib mir den Luftballon. Blase ihn mit einer speziellen Pumpe auf. Nice. Dekoriere den Hut mit einem süßen Gesicht und Blumen. Wow, wie ungewöhnlich. Das gefällt mir. Ich stehe im Rampenlicht. Wow, so kreativ. Was ist das? Ein Oktopus? Rette mich! Eine kostenlose Sonnenbank. Perfektes Timing. Das ist ja eine Situation. Die Idee inspirierte alle dazu, ihre eigenen Hüte zu basteln. Ein Schaumstoffpapierstäbchen-Ton in Rot. Bastle aus Strohhalmen eine Leiter. Teile breites Stroh in zwei Hälften. Sichere die Rutsche. Das Gestell ist mit einigen Meeresbewohnern verziert. Eine sehr hohe Rutsche, genau wie in den besten Wasserparks. Die Kinder werden es lieben. Kinder, wollt ihr schwimmen? Und ab! Los geht's! Okay, let's go! Die Kinder rutschen hinunter und schreien. Ariel fängt sie im Schwimmbecken auf. Jetzt bin ich dran! Oh my. Woohoo! Bereiten wir ein paar Styroporquadrate vor. Male den Boden gelb an. Lasst uns ein paar Unterteilungen machen. Setze eine Trennwand. Entfache das Feuer. Die Stöcke sind in eine Ranke mit Blumen eingewickelt. Ein Limbo ist ein faszinierendes Spiel zum Dehnen. Es ist schon eine Weile her, dass wir Spaß hatten. Hello. Wofür sind diese Dinger? Hm? Mädchen, ich weiß es. Das ist das Tanzspiel Limbo. Oh. Anna hat das erste Level mit Leichtigkeit gemeistert. Das zweite ist schwieriger. Wer wird den dritten übernehmen? Wow, that's incredible. Ich natürlich. Elsa versucht es. Ups. Du bist toll. Das war zu schwer. Thank you. Aber wer ist es? Ein Biber? Er braucht den Stock mehr als wir. Etwas holographisches Plastik wird dir dabei helfen. Schneide die Ventilatorflügel aus. Male den Ständer gelb an. Dieser Ventilator ist ein Muss an einem so heißen Tag. Hi. Sie muss viele Selfies mit dem Eiffelturm machen. Phew. Es ist heiß. Hey. Einen Moment mal, haben Sie etwas Erfrischendes? Puh. Natürlich. Erkältungsgetränke oder Innovation. Einen Handventilator. Das Getränk wird bald ausgehen. Und der Ventilator wird mich noch lange begleiten. Ich werde ihn nehmen. Good choice. Danke. Nice.